Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja. Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich hing da gerade fest, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen perplex. Und wir wollen jetzt noch hier unten rechts zu dem Turm, so wie links da, wo das Grab ist, diese Grabhöhle, auch nochmal hin. Und da auch gucken, wie ich das befreit kriege. Wir müssen hier den Weg entlang. Gehe ich mal von aus. Ist das richtig? Hier entlang? Ja. Genau, nach da hinten müssen wir. An dem Fluss vorbei, über die Brücke, die hier hinten ist. Und zusehen, dass wir dort, da waren ja auch Feuerwarane, richtig? Ich meine schon. Oben waren noch Feuerwarane. Die Truhe hatten wir ja schon. Da hatten wir, glaube ich, nicht bis zu... Ja, wir sind bis zu dem, zu der Burg, die oben war, hingegangen, aber nicht zu dem, Turm. Da von Lester, den Turm, den er in Beschlag genommen hatte in Gothic 1 mit den Harpyen. Und da will ich auch mal hin und das mal gucken, dass wir das freikriegen, befreit bekommen. So, das heißt dann hier hoch und nochmal gucken auf dem Map. Ja, das ist genau, das ist der Weg. Stimmt, da sind wir, glaube ich, zurückgerudert wegen den Feuerbaranen oder wegen irgendwas anderes, glaube ich, auch noch. Ich glaube, da war sogar auch noch ein Golem. Wegen irgendwas sind wir da auf jeden Fall zurückgerudert. Ich kann mich jetzt nur nicht mehr so dran erinnern, wegen was. Ach, wegen denen. Wegen den Echsenmenschen. Dessen Waffen brauchen wir jetzt nicht. Die fallen hier eh gleich runter. Kann es sein, dass hier noch einen Drachen gibt? So, okay, die kommen zu dritt. So, ich scheiß jetzt auch mal auf die Waffen von denen. So. Komm, jetzt kann ich die Echsenschwerter wieder mitnehmen. Da ist ja noch einer. Jetzt brauche ich aber wieder die Dinger zum Futtern hier. Heilwurzel. Pressen wir mal wieder. Aber dann hätten wir... Das gibt Mana, das gibt Mana, das gibt Mana, das gibt wieder Leben. So, das gibt auch Leben. Nein, nein! Ich habe einen Kronstock gegessen. Verdammt. Weidenbeere, das wollte ich.
Ja, muss ich jetzt mit leben, dass ich jetzt aus Versehen Kronstöcke gefressen habe? Warte mal. So, hier haben wir einen Echsenmenschen. So. Okay, Nichts zu plündern. Hier. Da war der, okay. So, nochmal speichern. Dann gehe ich da rein. Da sind auf jeden Fall ein paar Tote. So, und hier haben wir noch einen Trank, ein Langschwert, noch ein paar Tränke, noch ein Langschwert. So, was ist denn da drinne? Eine Spruchrolle auf jeden Fall. Spruchrolle und eine Armbrust. Ist die Armbrust besser als das, was ich habe? Ja. So, noch ein Ring. Und was gibt's in der Truhe? Die muss ich erstmal knacken. Nehmen wir alles mit. Und speichern hier. Immerhin haben wir jetzt wieder eine bessere Armbrust. Natürlich. Da ist nichts zu. So. Noch einmal speichern. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte auf der Seite. Okay, hier haben wir noch mal Pech. So, und da haben wir wieder Xaras Turm. Alten. Wo kommt der denn her? Den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. So, aber hier haben wir auch noch wieder Trank, Feuerwurzel, Silberkelch. So, das heißt dann. Na komm, wir müssen von denen auch ein bisschen was nehmen. So, nochmal speichern. Speichern immer wichtig. Speichere auch mittlerweile nur noch auf der 1. Auch schon komisch. Okay, hier oben gibt es nichts. Gehen wir mal in Richtung Lestersburg. Ich nenne es Lestersburg, weil Lester das übernommen hatte oder haben wollte. Er wollte zumindest die Urkunde davon haben, das wissen wir noch. Oder ich weiß ja zumindest noch. Und ich will wissen, was da jetzt vor sich geht. Oh! Heilwurzel. Vor allem. Hier sind ja auch Echsenmenschen, das heißt, hier muss irgendwas sein.
So. Nochmal speichern. Okay, die sind jetzt gleich zu dritt. Das heißt weglaufen. Zu viert. Nee, doch nicht. Ey! Ah, okay, der kommt doch noch. Die kommen doch noch zu viert. Zu zweit. Habe ich doch noch geschafft. So, speichern. Ich hoffe, der da oben ist alleine. Und ich hoffe, es ist keiner runtergefallen von denen. Ich dachte schon. So, jetzt muss ich aber wieder ein bisschen was für die Gesundheit machen. So. Und speichern. So, mal gucken, ob wir das hier überstehen. Okay, gegen ein. Gegen den haben wir es geschafft. Gegen den Golem speichere ich vorsichtshalber. Das war super. Das war super, wie wir geflogen sind. So, gegen den haben wir es geschafft. Was mit dem da passiert? Da ist nichts zu holen. Ich sehe da schon Harpien, okay. Vielleicht nochmal kurz Leben aufladen. Was haben wir hier eigentlich? Schlachtaxt. Ah, okay. Der ist ja 120, 135, dann 140, 145, 150 und der nochmal dann 160. So, jetzt noch einmal kurz ums Leben kümmern. So, und speichern. Ich glaube, der hat sich jetzt von selber irgendwo runtergestürzt. Kommt die runter? Nichts zu holen. Okay, Harpien haben nichts. Aber der hat sich bestimmt selber runtergestürzt irgendwo.
Kann die nochmal bis drunter kommen? So. Haben wir jetzt. Ja, mit dem finde ich es jetzt schade. Der. Oder war der schon so tot? So, ich speichere jetzt und bevor wir da reingehen, weil entweder sind hier Untote, hier liegt noch. Ja, hier ist noch ein Echsenmensch. Folteraxt. Fischsuppe, immerhin. Was haben die hier gemacht? Heilkraut. Noch ein Lederbeutel. Noch eine Spruchrolle. Ich gehe mal darum. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich höre hier auf jeden Fall irgendwas. Ein Dämon, glaube ich. Hier ist irgendwo ein Dämon versteckt. So, wegen dem Dämon werde ich nochmal speichern. So, das nehmen wir auch alles an uns. Kohle. Genau, da haben wir den Hebel. Nochmal speichern, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Gegner hier sind. Na, nur der Dämon, okay. So, haben wir. Und eine Belia-Statue, natürlich. War der aber im ersten Teil überhaupt auch da? Ich glaube, die Belia-Statue war nicht hier. Ja. Haben wir. Ah, und der ist so offen. Okay. Und wir haben hier ein Bett. Das heißt, wir können hier schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Dann hätten wir den Bereich auch geräumt. Glaube ich. Von Harpien können wir eh nichts holen. Hier gibt es die Leiter nicht mehr, weil hier eingestürzt ist. Oh, ein Bergkristall gibt es aber noch. Und da sind noch Tränke. Ich finde super, dass hier sowas immer wieder irgendwo versteckt ist. Hier ist ja auch noch ein Trank bei dem. An sich finde ich super, dass hier eigentlich so viel versteckt ist und dass man immer wieder neu suchen muss. Und dass an bereits bekannten Stellen halt immer noch was zu finden ist. So, das heißt, jetzt müssen wir nur noch dort rechts quasi den Weg einmal hoch entlang. Dann hätten wir das Minental komplett gereinigt. Befreit. Außer das, was im Bereich des Sumpflagers ist. Aber da können wir eh nicht hin. Und haben auch keine Ahnung, was da hinten sein soll.
Aber für den Weg würde ich gerne nochmal den Geschwindigkeitstrank nehmen wollen. So, ne, das war nicht der Weg. Glaube ich. Oder? Ne, das war nicht der Weg. Ich glaube, das war der Weg. Ja, das war der. Gestatt? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Mhm. Tolle Rüstung, die du da trägst. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Hm, wo ist dieser Wolf jetzt? Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Hm? Was gibt es hier zu sehen? Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Hm, okay. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Kannst du auch Drachen ausnehmen? Frag mich das später nochmal, wenn du bereit für sowas bist, okay? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Drachensnapperhorn, Zangenrauschnellen, Crawlerplatten nehmen, Feuerzunge kosten 1 LP. Ich glaube, das meiste hiervon brauchen wir nicht, aber... Ich lasse ihn mal seine Truhe da haben. Und ich suche mir den Weg, also ich frage mich jetzt gerade auch wirklich, wie konnte es sein, dass ich den übersehen habe? Ne, jetzt ernsthaft, wie konnte ich den übersehen? Der ist hier, oben direkt. Der ist eigentlich nicht zu verfehlen und ich habe den übersehen gehabt, bis jetzt gerade. Aber auch cool, den auch mal getroffen zu haben. Und erstmal von Wolf so eine Rüstung hier, so eine Minecrawler-Plattenrüstung. Aber die will ich nicht. Die. Also. Außer ich krieg's hin, dass. Dings hier Wolf mir das mit den Platten nochmal neu beibringt. Einmal gucken, ist hier der Ork wieder da? Der Ork-Schamane, der irgendwie abhanden gekommen ist? Ne, der ist nicht mehr da. Ich glaube, den finden wir auch nicht mehr wieder. So, nochmal ganz kurz gucken auf der Map. Wo müsste ich entlang? Okay, da lang. Ich glaube, ich habe hier was gehört. Ne? Aber die Jungs sind immer noch da. Ah, ich habe hier was vergessen. So, nice. So, gibt's hier noch jemanden? Ich glaube, hier gibt's niemanden mehr. Und auch keine Steintafeln mehr.
Ach schade, die Steintafel vermisse ich jetzt. Warte mal, hier ist doch... das alte, Orkgebiet. Wo es alles eingestürzt ist. Oder? Was ist denn das dann für ein Sumpf gewesen? Warum kenne ich das nicht aus Gothic 1? Also, ich muss auch speichern, weil wir hier Stufe aufgestiegen sind. 20, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich beim nächstbesten, wo wir Stärke trainieren können. Also über 100 Stärke trainieren können. Könnten wir jetzt dann die nächstbessere Waffe bekommen. Also nutzen, sagen wir so eher. Bekommen haben wir ja schon. Die Rede ist von Nutzen. Und hier hatten wir auch noch nicht alles befreit. Meine ich, glaube ich. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ich meine, hier war aber irgendwo noch eine Höhle mit... Plattenläufer Skelett. Rostiger Zweihänder. Okay, Schattenläufer Skelett, das. Der hat mich jetzt wirklich überrascht, dass es sowas gibt. So, Buddlerfleisch, Dunkelpilze, die nehmen wir mit. Und gucken wir mal, was hier so drin gibt. Knochen eines Skeletts nehmen wir auch mit. So, Dietrich hier. Mit Dietrich finde ich das immer wieder nice. Wir überziehen diese Folge jetzt auch noch ein bisschen. Bis wir hier das Gebiet auch mal gesäubert haben. Da die Skelette. Wir müssen das ja alles säubern. So, gibt's hier noch irgendwas? Also irgendwen meine ich eher, den wir töten können. Nice. Upsi.
Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Wo sind die andere Blutfliege? Da. Hier gab es tatsächlich noch was. Aber bitte lass hier auch noch eine Steintafel sein. Am besten eines, das plus 5 Stärke gibt. Oder nochmal irgendwie was im Bereich. Ja, das, da vorne ist eine Steintafel, glaube ich. Ja. Da vorne ist tatsächlich eine Steintafel. Und Goblinbären. Boah, was für eine Steintafel ist das, bitte? So. Armbrustschütze. Nice. Okay, hier unten gibt's nichts mehr. So, wie sieht's aus? Armbrust haben wir jetzt 28%. So, ich glaube, sobald wir Stärke auf 160 haben und die Drachenklinge da, die Drachenschneide nutzen können, war es das dann auch erstmal mit Stärke, eine Nachricht und Pfandbrief. Und Pfandbrief habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Aktuell zumindest. So, jetzt aber erstmal den Untoten hier. Ah, da vorne ist er. Komm her, Kollege. So, alles mitnehmen. Wo ist sein Schwert? Da. So, ich speichere einmal. Ich würde dann da vielleicht mal... Ah, da ist der nächste. So. Okay. Komm her. Erledigt. Wo ist sein Schwert? Da. Gibt es hier noch mehr diesem Weg entlang? Ja. Stängel Sumpfkraut. Eine Rune. Laborwasserflasche. War da noch was? Ne. So, und das ist noch der Weg, den wir machen müssen. Der Seite haben wir nichts. Jetzt ist die Frage, wenn wir da runter gehen. So, ich speichere noch einmal. Wenn wir da runter gehen. Was erwartet uns da jetzt? Außer, dass es laut wird. So. Ein Dämon. So einer, okay. Ein Skelettmagier. So, da haben wir noch einen Trank. Geweihtes Wasser. Ich habe keine Ahnung, wofür das geweihte Wasser gut ist. Erfahrung 25 geben die. Ah, okay. Noch zu weit weg. Der gibt nichts. Eine Statue von Belia wieder mal, natürlich. So, ein Gehstock. So, Trank. Truhe.
So, 5 Gold, wow. Na okay, wir sind eh stinkreich mittlerweile. Also, halb so schlimm, halb so wild. Da ist nichts zu holen. So, jetzt aber noch einmal hier heilen. Heilung. Was haben wir eigentlich gefunden hier? Angas magisches Amulett. Koranga? Nein, wieso fresse ich die Kronstöckel? Nochmal Geschicklichkeit. So, die Fischsuppe. Ein Stück Käse nochmal gönnen. So, ein Stück davon gönnen. So, und die drei. Die restlichen 50 müssen wir braten. Was ist mit das? Echter Seemannsgrog 1 und hier weißer Rum. Na, muss ich davon ein paar eher mehr gönnen. So. Und nochmal speichern. So, das nehmen wir mit. Knochen eines Skeletts. Wasser. Ja, okay, komm. So, da kommt schon der nächste. Ich fand das auch heftig von nicht allzu langer Zeit. Da sind wir ja mit Diego, hatten wir versucht gehabt, hier rum vielleicht zu fliehen. Und die waren so heftig. Und jetzt einfach so locker flockig kriegen wir die auseinander. So, und dann waren da hinten noch irgendwo Drachensnapper. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, aber die will ich definitiv erledigt bekommen. So, können wir die schon von hier aus sehen? Ich glaube, die waren da schon in Richtung Höhle, die da vorne ist. Ja, da waren sie, tatsächlich. So, dann würde ich noch ein paar Tränke zu mir nehmen. Und nochmal speichern. Will einen anlocken. Einen. Ja. Einen haben wir. Einen haben wir in der Tasche. Keine Ahnung, wie viele es da nochmal waren. 4 Stück, glaube ich. So, nehmen wir mit. So, ich noch speichern. Dann will ich den nächsten anlocken. Ja. Der nächste kommt schon. Komm, noch ein bisschen näher. So.
So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Heiltränke zu mir nehmen. So, und jetzt speichern. Waren doch nur drei? Bevor wir da reingehen. Ne, hier war noch einer. Und noch eine Steintafel, wie ich sehe. Und eine Spruchrolle. So. Jetzt brauchen wir aber eine Fackel. Damit ich auch sehe, was hier ist. Oh. Hier sind aber viele Kräuter. Spruchrolle, Lederbeutel, Steintafel, was für eine? Wo sind die? Da. Einhandkampfes, okay, komm. So, und wieder zurück zur Fackel. Mehr ist hier nicht. Oh, doch, hier. Und hier der Eingang. Ist auch noch voll damit. So. Warte, nochmal heilen. Definitiv nochmal ein bisschen heilen. Wir müssen vielleicht auch noch irgendwie einen Kreis beitreten. Wir sind ja Teil vom Ring des Wassers. Können wir da auch irgendwie den ersten Kreis lernen oder so? So, nochmal speichern. Und gucken wir mal, ob hier noch irgendwas auf uns wartet. Haben wir den ganzen Skelett mitgenommen oder wie? Ich glaube, wir haben den ganzen das ganze Skelett mitgenommen. Okay, das war's dann. Also es gibt drei Drachen. Drei Drachen, von denen wir wissen. Dann stellt sich mir jetzt nur noch die Frage. Wir haben ja jetzt alles erledigt. Beziehungsweise, warte, da unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Beziehungsweise weiß nicht, ob wir hier unten schon waren. Doch, hier unten waren wir schon. Genau, die chillen hier auch noch rum. Kerwood, gehst du jetzt über den Pass? Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Hey. Rippert? Der Braten riecht gut. Der Braten riecht gut. Finger weg. Okay, dann nicht. So, das heißt dann aber jetzt, weil wir hier alles geschafft haben, jetzt freizuräumen im Minental und wir jetzt auch wieder 20 Lernpunkte haben, können wir jetzt uns wieder den Quests hier regulär widmen. Und hier gibt es ja jetzt nichts mehr, was wir töten können. Bis auf eine Blutfliege in der Nähe vom Xardas Turm, an die wir nicht rankommen. Aber
Aber ja, wir, dann machen wir uns jetzt eigentlich dann auf den Weg. Erst einmal bei irgendjemanden hier Stärke nochmal verbessern. Um 5 Punkte. Ich hoffe, es kostet noch 20 Lernpunkte. Wenn nicht, scheiße. Dann muss ich das irgendwie anders gelöst kriegen. So. Aber dann können wir zu Xardas gehen. Wir können noch weiterhin versuchen, Joe zu finden. Wir können die restlichen 4 Blutkelche organisieren. Und Bospas Bogen auch. Und Innos Auge. Ja, genau. Mit Xardas müssen wir reden, um Innos Auge zu reparieren. Dann wäre das halt das Nächste, was ich machen wollen würde. So, aber jetzt will ich erst einmal hier aus dem Minental raus. Weil wir jetzt hier wirklich sehr lange gewesen sind und ich jetzt endlich mal wieder grün sehen will. Und ich bin auch am überlegen, eventuell mit Quachotron nochmal zu reden. Also zu ihm rüber zu gehen, falls er da ist, falls er da sein sollte. Dass wir ihn einfach mal nochmal kurz erwecken und sagen, hier Bruder, wir haben gelöst. Ist wieder sicher. Dass dann vielleicht sogar noch die letzte Quest auch noch erfüllt ist. So. Aber endlich wieder zurück in Kurines. Aus dem Minental raus. So. Ah, wieder hell, wieder fröhlich, wieder Sonnenschein. War schlimm genug da drin, ne? Da ist es auch immer so dunkel und so düster. Hier ist es so hell und so fröhlich. Und Jaken da ist ein bisschen so gemischt von beidem. So, dann würde ich aber... Na komm, wir gehen hier noch runter. Die Musik einfach hier. So energisch, aber ist hier schon alles weg. So, das heißt dann hier entlang. Komm, ich würde sagen, hinter der Tür. Warte, wir können aber auch eben noch schnell das Fleisch brutzeln. Ist ja eh Überlänge, also können wir das auch jetzt eben machen. So, Pfanne. So, 50 Stück. Schaffen wir da? Kriegen wir das hin? Wir bewegen uns aber auch auf jeden Fall immer langsam ein bisschen mehr nach links. Fragen wir, wie das wäre, hätten wir nicht ein Fleisch gegessen gehabt oder gebraten. Alles eingesammelt, schön. Wie weit wären wir jetzt nach links gekommen da? Und wie viel Fleisch hätte man? Wie viel Fleisch gibt es denn überhaupt in dem gesamten Game? Gibt es dahinter auch noch irgendwie was versteckt? Nope, hier gibt es nichts versteckt. So, aber dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.